Die KRH Patientenakademie. Herzlich willkommen in der KRH Patientenakademie, heute aus dem KRH Klinikum Nordstadt. Mein Name ist Steffen Ellerhoff, ich komme aus der Unternehmenskommunikation des Klinikum Region Hannover und ich habe neulich ein Telefonat geführt mit meinem Gesprächspartner heute, Professor Arian Nabavi. Schönen guten Tag. Vielen Dank, dass ich bei Ihnen zu Gast sein darf. Chefarzt der Klinik für Neurochirurgie am KRH Klinikum Nordstadt. Und wir haben uns ausgetauscht über einen Fall, der pressewirksam wurde, wo es um einen Patienten ging, der einen Tumor hat, einen Tumor im Kopf, einen Gehirntumor. Und wo es Sie mir so ein bisschen, wir quatschten ein bisschen und Sie haben mir so ein bisschen eingeordnet, vielleicht auch, weil ich nachgefragt habe, wie so die Perspektiven sind. Und da sind wir drauf gekommen, dass das eigentlich ein sehr besonderes, für Sie alltägliches Thema ist, sich damit auseinanderzusetzen, welche Perspektiven Menschen eigentlich haben und was das für Sie als Behandler auch bedeutet bei diesem sehr komplexen Thema chirurgische Eingriffe am Gehirn. Mhm. Und Sie meinten, ja, ist das wirklich interessant? Und ich muss sagen, ja, ich glaube, das ist sehr interessant, nicht nur für Patientinnen und Patienten, sondern auch für Angehörige. Und es ist grundsätzlich ein interessantes Thema. Können wir uns darauf verständigen, dass wir darüber heute sprechen wollen? Sehr gerne. Sie können sich vorstellen, dass ich mich darüber freue, dass Sie das Thema interessant finden, weil ich mein Leben damit verbringe. Okay, aber wir wollen auf den konkreten Fall gar nicht eingehen, über den wir uns da unterhalten haben, aber vielleicht können Sie mir noch mal so ein bisschen herleiten, warum ist das so ein, oder wie erfahren Menschen eigentlich normalerweise im klassischen Sinne, dass sie vielleicht einen Tumor im Gehirn haben? Wir haben in den letzten Monaten besonders durch die Pandemie, weil viele Menschen Angst davor hatten, dass sie eine Venenthrombose haben, das ist ja relativ häufig auch mit kommuniziert worden in den Medien, sich Magnetresonanztomografien, also Bilder des Kopfes, haben machen lassen, wo dann Tumore gesehen wurden, die den Patienten selber noch gar nicht aufgefallen waren. Wir nennen sowas Incidentalome, also zufällig gefundene Tumore, die jedoch trotzdem Konsequenzen nach sich ziehen. Es ist eigentlich ein Glück, dass man das zufällig gefunden hat. Und man sich dann Gedanken darüber machen muss, wie man therapeutisch und differentialtherapeutisch mit diesen Tumoren umgeht, was für den individuellen Patienten der beste Weg ist. Das heißt, wir behandeln nicht die Bilder, sondern die Patienten. Und gerade beim Gehirn, und da möchte ich dann ein bisschen weiter ausholen auf das, was wir auch schon gesagt hatten. Beim Gehirn haben Sie natürlich die Herausforderung, dass das für viele Patienten etwas ist, was man anekdotisch mal gelesen hat. Aber ich würde die These riskieren, dass viele Patienten besser über eine Herz-Lungen-Transplantation Bescheid wissen, als über etwas, was im Kopf ist. Wie kommt das? Na, sie werden relativ selten in den üblichen Fachblättern der bunten Presse dann etwas über Hirntumore finden, als darüber, dass das Herz und auch die Lunge transplantiert wird oder andere Extremitäten oder Gesichter transplantiert werden. Das sind durchaus plakativere Geschichten, die man sich auch merken kann. Das Problem bei dem Thema Hirntumor ist, dass es so viele verschiedene Hirntumore gibt, dass man wirklich nicht alles über einen Kamm scheren kann. Wenn Patienten dann zu mir kommen und sagen, ich habe einen Hirntumor und meine Tante hatte auch einen, dann sage ich, die Wahrscheinlichkeit ist größer, dass sie beide unterschiedliche Tumore hatten, als dass sie die gleichen Tumore haben. Das bedeutet unmittelbar, dass auch die therapeutischen Ansätze anders sind. Und dass man anders daran geht und dass auch die Prognose anders ist. Und deswegen ist es für uns im Aufklärungsgespräch auch immer eine komplexe Situation, die man dann individuell lösen muss. Erst einmal muss man dem Patienten erklären, da ist was im Kopf. Dagegen kann man verschiedene Maßnahmen ergreifen. Und warum ergreift man die? Und dass nur weil da etwas im Kopf ist, was da nicht hingehört, notwendigerweise die
gleiche Geschichte nachfolgen wird, wie Sie sie bei anderen Patienten schon mal entweder gesehen haben oder gehört haben oder sich nicht vorstellen können. Es gibt Tumore, die, wenn sie vollständig entfernt werden können, das ist auch etwas, worüber wir gleich vielleicht sprechen müssen, geheilt sind. Es gibt Tumore, die können wir chirurgisch nicht heilen, aber wir können hervorragende Voraussetzungen für die mittlerweile sehr, sehr gute weiterführende Therapie schaffen. Diese Voraussetzungen können durch eine möglichst vollständige Entfernung des Tumors oder eines großen Tumoranteils geschaffen werden. Wenn der ganze Tumor drin bleibt, können Chemo- und Strahlentherapie nicht so gut funktionieren, als wenn wir dem Tumor doch bis zu einem gewissen Grade die Basis genommen haben. Wir reden aber eigentlich im weitesten Sinne über krebsartige Tumore, bösartige Tumore oder auch über gutartige. Im Moment reden wir noch über das ganze Spektrum. Ein Tumor ist ja nichts anderes als Gewebe, das an eine bestimmte Stelle nicht hingehört. Nun ist es so, und deswegen bin ich Ihnen sehr dankbar, weil das ist auch das, was Patienten häufig sagen, ist das jetzt ein gutartiger oder ein bösartiger Tumor? Nun muss man sagen, ich unterscheide hauptsächlich der Einfachheit halber, natürlich kann man das medizinisch rein auch so darstellen, wie Sie es gesagt haben, zwischen schnell und langsam wachsenden Tumoren. Das ergibt im zentralen Nervensystem mehr Sinn. Sie wissen, der Schädel hat ein Volumen ungefähr wie eine gut gezapfte Masse auf dem Oktoberfest, 1,4 Liter. Wenn Sie einen gutartigen Tumor im Kopf haben, der mehr als einen Liter Volumen einnimmt, drückt es das Hirn zur Seite und bringt Sie trotzdem um. Nur weil er nach medizinischen Kriterien gutartig ist oder nach histologischen Kriterien gutartig ist, heißt das nicht, dass er nicht tödlich sein kann. Mhm. Das liegt an der Lokalisation, also wo der liegt, daran, wie groß er ist. An einer zentralen Lokalisation kann auch ein kleiner Tumor lebensbedrohlich sein. Das heißt, es gibt viele verschiedene Varianten, an denen man arbeiten muss. Mhm. Dann ist es so, dass damit sind wir am einen Spektrum des langsam wachsenden Tumors. Die werden für gewöhnlich als benigne oder gutartig eingestuft, ja. Aber wie gesagt, wenn man denen lange genug Zeit lässt und die lang genug brüten dürfen, dann entwickeln die sich meistens im Rahmen, in Form eines biologischen Kontinuums zu auch schneller wachsenden Tumoren. Oder eben zu spät entdeckt. Korrekt. Werden, ne? Oder auch zu spät entdeckt werden. Wobei man da niemandem einen Vorwurf machen kann, weil es nicht angebracht ist, dass jeder Mensch jetzt ein MR seines Kopfes macht. Dafür sind Tumore im Kopf zu selten. Also das unterscheidet diese Art der Erkrankung grundsätzlich von Darmkrebserkrankungen beispielsweise oder Brustkrebs oder auch Prostatakrebs oder so, wo es strukturelle Vorsorgemaßnahmen ja gibt, um das frühzeitig zu erkennen. Korrekt, was auch durchaus daran liegt, dass die Auftretenswahrscheinlichkeit dieser Tumore deutlich über den von Hirntumoren liegt. Erfreulicherweise für die Patienten, ne, muss man natürlich sagen. Gleichzeitig ist dadurch aber auch das Wissen relativ eingeschränkt über diese Tumore. Und das ist das, worauf wir ja in unserem Telefonat gekommen sind. Was muss man diesen Patienten eigentlich alles erzählen? Wo muss man anfangen mit dem Erzählen? Und deswegen mein Vergleich mit dem normalen Wissensstandard, was Tumore angeht. Hat vielleicht auch die geringere öffentliche Wahrnehmung des Themas Gehirntumor auch damit zu tun, dass damit sehr, sehr starke Ängste verbunden sind? Was bedeutet das eigentlich für den Betreffenden, wenn er denn diese Diagnose oder die Erfahrung macht, ich habe da etwas in meinem Kopf sitzen, hat das eventuell motorische, persönlichkeitsverändernde, sonstige Auswirkungen auf mich selbst und meine Persönlichkeit? Natürlich, es ist ein wahnsinnig komplexes Feld, weil in Abhängigkeit der Lokalisation eines solchen Tumors, ob er jetzt drückt, ob er infiltrativ wächst, können Sie verschiedene Veränderungen der Psyche haben. Das ist auch etwas. Infiltrativ, das müssten Sie einmal kurz erklären. Infiltrativ ist das, worauf Sie hatten ja vorhin auch von krebsartigen, in die Umgebung sich vorschlängelnden Geschwülsten gesprochen. Also der Tumor ist nicht klar abgegrenzt, ist nicht ein so Subjekt, der hat hier seine Ernährung sozusagen, hängt am Blutgefäß, sondern meandert so in die umgebenden Strukturen hinein. Ist das? Das ist vollkommen richtig. Und jeder, der schon versucht hat, einen Rosenstrauch zu entfernen,
der weiß, was dieses Wurzelwerk ausmachen kann. Und so ähnlich sieht es dann mit solchen Tumoren in ihrer extremsten Ausprägung aus. Mhm. Je früher man solche Tumoren findet, desto wahrscheinlicher ist es, dass man verhindern kann, dass sie mit ihren Wurzeln oder mit sogenannten Satelliten oder Guerillazellen, so wird das wirklich genannt, in der Umgebung schon Fuß gefasst haben können. Das sind aber auch die Zellen, die bei bösartigen Tumoren, also schnell wachsenden Tumoren, mit der nachfolgenden Therapie behandelt werden sollen. Dazu können wir ja vielleicht gleich noch kommen. Vielleicht noch einmal kurz zu den langsam wachsenden Tumoren. Die fallen meistens mit Krampfanfällen auf. Mhm. Krampfanfällen, Bewusstseinsstörungen, ähnlichem, weil sie auf die Umgebung drücken. Bei diesen Patienten wird ja sowieso immer ein strukturelles Bild gemacht. Also ein Bild wie ein MRT zum Beispiel, wo man das dann sehen kann. Da ist es relativ wichtig, dass man mit einem Neurochirurgen auch darüber spricht, ob man das therapeutisch angehen muss oder nicht. Mhm. Mittlerweile ist das eigentlich sehr gut. Als ich angefangen habe zu lernen, war es durchaus so, dass solche Patienten trotzdem erst nach 5 bis 10 Jahren bis zum Neurochirurgen durchgekommen sind. Das war das, was man als in Anführungszeichen konservieren und erst einmal beobachten bezeichnet hatte. Das ist erfreulicherweise nicht mehr so. Da werden auch von den neurologischen Kollegen, von den internistischen Kollegen, alle die diese Patienten sehen, da kommen die Patienten relativ rasch zu uns. Mhm. Das ist gut. Das lässt uns aber erfreulicherweise wieder in der in Anführungszeichen Zwickmühle, ab welchem Zeitpunkt man denn operiert und wie man da therapiert. Dadurch haben wir aber die Möglichkeit, das auch differentialtherapeutisch, also mit unterschiedlichen therapeutischen Ansätzen, mit den Patienten zu besprechen. Warum operiert man dann nicht in jedem Fall sofort? Das hängt damit zusammen, wo solche Tumore liegen. Prinzipiell ist es schon so, wenn die an der Oberfläche liegen und in Bereichen, die gut zugänglich sind, dass man da relativ rasch auch um die Gewebeform wirklich klären zu können, also histologisch klären zu können, dass man das operiert. Wenn aber eine kleine Läsion mitten zentral in einem Bereich liegt, der schwer zugänglich ist, und das muss ich jetzt leider so in diesem Bereich lassen, das kann man an den Bildern immer besser zeigen, und der so klein ist, dass man durch die Operation selber, um bis dorthin zu kommen, mehr Schaden anrichten würde, dann würde man das nicht operieren, sondern mit einer Feinnadelbiopsie klären, welches Gewebe das ist. Okay. Mhm. Das heißt, Gewebe klären ja in fast jedem Fall. Operieren ist für mich unter dem Mikroskop. Operieren und so vollständig wie möglich entfernen. Also Biopsie, ich glaube, das muss man nochmal erklären. Das ist quasi eine relativ unschädliche Methode, um aus dem Tumor Gewebe zu entnehmen. Und das guckt sich dann nochmal ein extra Experte unter dem Mikroskop an, ein Pathologe. Korrekt. Und sagt dann, es handelt sich um folgende Zellstruktur, das ist der und der Tumortyp, wächst so und so schnell oder die und die Medikamente helfen dagegen. Also da gibt es dann Datenbanken, auf die man zurückgreifen kann, um zu sagen, genau. Das ist das sind unsere neuropathologischen Kollegen, deren Spezialität sich in den letzten 10 Jahren eigentlich rasant entwickelt hat. Also die Kollegen, die bis vor 10 Jahren gelernt haben, schauen viel auf die Zellen, also die klassische Histologie, die sich jeder aus dem Film vorstellen kann. Mittlerweile ist es aber so, dass wir durch genetische Typisierung die Tumore sehr genau einstufen können. Das hilft nicht immer in der Therapie, muss man ganz ehrlich sagen, aber es ist der erste Schritt, wenn man differenzierend und wenn man definieren kann, folgt eigentlich darauf der nächste Schritt. Es heißt nicht, dass man das sofort machen kann. Manchmal muss man die gleiche Therapie auch bei Tumoren anwenden, von denen man weiß, dass sie ein bisschen anders sind. Aber über kurz oder lang wird es möglich sein, das wird es wahrscheinlich sein. Ich bin eigentlich sicher, dass es möglich ist, dass aber nicht mehr in meiner Zeit, dass man Tumore molekulargenetisch identifizieren, charakterisieren und spezifisch dagegen vorgehen kann. Also individualisierte Medizin. Individualisierte dann. Medizin in Reinstform. Mhm. Wir sprechen aber über einen 10, 15, 20 Jahre Horizont.
bis man überhaupt ansatzweise in Bereiche kommen kann, wo das wirklich umzusetzen ist. Mhm. Aber Sie wissen selber, wenn Sie daran denken, wie groß Ihr Cellphone oder wie funktionslos unser Handy vor 15 Jahren gewesen ist im Vergleich zu jetzt, genau abschätzen kann man technologische Entwicklungen nie. Oder welche Möglichkeiten wir durch den Druck der Pandemie bekommen haben. Und da braucht, wodurch ja jetzt auch eine gute Impfung möglich ist. Und man muss sagen, dass es da schön wäre, wenn wir mehr Druck auch aus der Bevölkerung herausbekommen würden, um auch an diese Entität heranzugehen, dass da auch mehr entwickelt werden kann. Hirntumore sind selten, aber nicht so selten, dass sie schon wieder als seltene Erkrankungen in den Bereich fallen, wo sie unterstützt, wo die Forschung okay. unterstützt mhm. wird. Das heißt, es ist genau so ein No Man's Land, so ein Niemandsland, in dem es selten ist, nicht allzu viele Menschen damit zu tun haben, aber trotzdem zu viele Menschen, als dass die Bundesregierung sagen würde, okay, dagegen muss man jetzt an der Stelle etwas machen oder der Stelle. Das heißt, es ist häufig genug, als dass man sagen kann, es ist nicht selten. Aber es ist so selten, dass es keinen großen, ich sag's mal einfach so, keinen großen Markt für die Produkte gibt. Und deswegen da die Entwicklung auch nicht so stark und so schnell vorangeht. Können Sie uns das im Vergleich zu den, wir haben das vorhin kurz, Darmkrebs, Brustkrebs oder auch Prostatakrebs, das sind so relativ häufige Krebsarten, wie häufig im Vergleich dazu so ein Hirntumor auftritt? Hirntumore treten mit einer Häufigkeit von 6 bis 9 Patienten auf 100.000 auf. Also glücklicherweise dann doch ziemlich selten. Ziemlich selten, aber bedenken Sie an der Stelle bitte, wenn Sie das hochrechnen, auf 100.000, ja, wenig, auf die Gesamtbevölkerung der Bundesrepublik schon so viel, dass wir fast jeden zweiten Tag einen Patienten mit Hirntumor operieren müssen. Und das ist also nicht nur wir hier sowieso, aber auch in vielen anderen neurochirurgischen Kliniken. Das ist schon eine Menge. Was, wir haben vorhin so ein bisschen über die Vorurteilslage gesprochen, über Ängste. Was sind so die, wie würden Sie die Ängste einordnen, mit denen dann Patientinnen und Patienten zu Ihnen kommen und Sie dann das Erstgespräch mit denen führen? Selbstverständlich existenziell, ist klar. Das teilen sie sich wahrscheinlich mit vielen anderen Patienten, die auch Tumore haben. Wobei, wie gesagt, wir noch nicht ganz, wir gehen ja erst einmal davon aus, es ist etwas auf dem Bild gesehen worden, von dem wir noch nicht sagen können, ob es langsam oder schnell wachsend ist. Insofern müssen wir da sowieso schon einmal differenzieren. Aber existenziell heißt, die haben von ihrem behandelnden Arzt den Verdacht oder auch schon bestätigt die Diagnose, da ist etwas in ihrem Kopf. Und so kommen die zu Ihnen. Genau. Und die haben dann eigentlich Todesangst, muss man sagen. Ja, die haben Todesangst. Die wissen nicht, was passiert mit mir. Werde ich dumm? Ja. Wir hatten ganz zu Anfang meiner Ausbildung hatten wir einen, Lehrer, der operiert werden musste, der leider genauso schütteres Haar hat wie ich damals. Und da hat man die Wunde gesehen. Und die Schüler haben ihn, er war berufsunfähig, nicht wegen des Tumors, sondern wegen des Stigmas der Wunde. Okay. Und das war vor 30 Jahren. Damals waren die Wunden noch recht groß. Mittlerweile schauen wir schon, dass die Wunden nicht so offensichtlich sind. Aber einfach durch dieses Stigma am Kopf operiert, dann bist du dumm. Und das ist eigentlich die größte Angst. Also dass man an einem Hirntumor stirbt, das ist noch gar nicht mal so sehr die Angst der Patienten, sondern dass man anders wird, dass man nicht mehr man selbst ist. Und das ist etwas, wenn Sie sich das auf der Zunge zergehen lassen, was wirklich gruselig ist. Und nun ist es so, dass Sie, wenn die Patienten dann zu Ihnen kommen, haben Sie, man kann Ihnen ja die Sorge nun nicht nehmen, da ist ja was im Kopf. Man muss aber versuchen, diese frei flottierende Angst schon irgendwie zu zentrieren und auch klarzumachen, dass man das gemeinsam durchaus in den Griff kriegen kann, dass in den Griff kriegen jetzt nicht unbedingt heilen sein muss, aber dass es einen stufenweisen Verlauf gibt, der gut etabliert ist, der mit der Chirurgie anfängt, der mit der nachfolgenden Therapie, mit der wir sehr eng zusammenarbeiten im Rahmen des neuroonkologischen Zentrums und im Rahmen des Schädelbasiszentrums, das sind dann Kollegen der Chemotherapie, Strahlentherapie, mit denen wir sehr eng zusammenarbeiten, jede Woche einmal einen Termin haben, wo wir uns dann über
diese Patienten unterhalten. Und die Patienten wirklich in einem gemeinsamen Arbeitsteam aufgefangen werden können. Entschuldigung, wenn ich das für mich mal so zusammenfasse, das heißt im Grunde, sie teilen die Angst so auf. Also so ein riesiger Angstklotz, der da einen zu erschlagen droht, ja auch in so einer Situation, Natürlich. Der wird in kleinere Stückchen aufgeteilt und vielleicht auch so ein bisschen auf die Zeitachse verteilt, dass man sagt, wir machen jetzt erstmal das, wir machen dann das und dann wissen wir genauer, wie wir dann weitermachen können. Oder? Ich beschreibe es lieber und ich sehe das auch auf den Gesichtern der Patienten. Die sind, wenn sie kommen, sind sie panisch. Mhm. Sie wissen nicht, sie haben Angst vor dem, was sie haben, ohne zu wissen, was sie eigentlich haben. Also man muss erst einmal differenzieren, wir wissen ja noch gar nicht, was sie haben. Mhm. Dann haben sie natürlich Angst vor der Zukunft. Da könnte man sagen, das darf jeder Mensch haben. Aber das ist ja dann relativ einerseits konkret, andererseits aber frei flottierend. Das heißt, das ist eigentlich, wie gesagt, Panik. Und was meine primäre Aufgabe ist, auch das Fragmentieren der Angst, beziehungsweise sie sind in guten Händen, ist dieses allgemeine Panikgefühl auf eine zentrierte Angst und Sorge vor etwas Konkretem zu reduzieren. Das heißt, dass das Ungewisse konkretisiert wird. Mhm. Und mit etwas Konkretem kann man entscheiden, umzugehen. Sie können das Konkrete ignorieren, darauf eingehen, sich informieren. Also man hat Möglichkeiten. Aber wenn man frei flottierende Angst hat, vor allem davor, sich zu bewegen, da gibt es eigentlich nichts Gruseligeres. Das heißt, was ich versuche mit den Patienten zu machen, ist, ihnen zu sagen, was alles nicht passieren wird, aber auch ehrlich zu sagen, was passieren kann und wie man dann damit umgehen kann und dass sie nicht alleine auf der Welt sind und dass das auch nicht das erste Mal ist, dass einem Menschen das passiert und dass es Mittel und Wege gibt, ihnen zu helfen und auch der Familie zu helfen. Mhm. Und das also erst einmal die Sicherheit herstellen, dass man zwar individuell betrachtet wird, aber auf den Erfahrungsschatz der anderen aufbauen kann. Und dann, ja, das war vollkommen richtig auch zu sagen, es gibt eine bestimmte Sequenz, in der man vorgeht, an der man sich entlanghangeln kann. Wobei ich auch immer sage, dass man entsprechend der jeweiligen Situation eine gewisse Variationsbreite hat, also eine Möglichkeit hat, dann individuell zu reagieren. Das ist kein starres Schema, das durchgezogen wird, sondern das ist eine Leiter, an die man sich halten kann und wo man dann mal entscheidet, ob man eine halbe Sprosse nimmt oder zwei auf einmal. Mhm. Ja? Wie viel Mitentscheidung des Patienten, der Patientin ist dann notwendig oder wird gefordert, wenn es darum geht, welche Therapieoption machen wir jetzt oder auch wenn es dann auf eine Operation tatsächlich zugeht, wie weit sollen wir gehen? Sollen wir Folgendes versuchen oder sollen wir es lieber lassen? Wird sowas besprochen mit den Patientinnen? Auf alle Fälle, das gehört mit dazu, die Angst zu konkretisieren, beziehungsweise die Möglichkeiten zu haben. Das ist das, was man neuhochdeutsch als Empowering bezeichnet. Sie sind nicht Objekt der Behandlung, sondern Mitbehandler. Das ist gerade im Bereich des zentralen Nervensystems meines Erachtens enorm wichtig, weil es gibt manchmal Situationen, wo sie vorübergehend Funktionen verlieren, beziehungsweise die nicht ausüben können, die aber wiederkommen, wenn man übt. Das heißt, die Motivation des Patienten ist unverhältnismäßig wichtiger als in vielen anderen Bereichen, weil sie normalerweise sich selbst am Riemen reißen können mit ihrem Gehirn, wenn irgendwas nicht funktioniert. Wenn das Gehirn aber durcheinander ist, sich dann am Riemen zu reißen, in Anführungszeichen, ist natürlich unverhältnismäßig schwieriger. Mhm. Dann braucht man Leute, die einem helfen. Dann braucht man Leute, denen man vertraut. Und würden Sie jemandem vertrauen, der Ihnen vor der Operation nicht sagt, dass so etwas möglich ist? Ja. Das heißt, Sie müssten innerhalb kurzer Zeit, und das ist auch eine Herausforderung, vor der wir stehen, die Leute kommen panisch zu Ihnen, Sie müssten Ihnen die Panik nehmen, ohne Ihnen jovial schulterklopfend paternalistisch zu sagen, ich mache das schon alles, sondern klar machen, dass man das gemeinsam machen muss, dass man die Motivation braucht, dass man das Umfeld braucht, die Familie braucht. Wir machen auch eine Sozialanamnese, wie man das nennen würde. Also ich dränge dann auch darauf, dass die Angehörigen mit dabei sind, damit die einzelnen Ängste dann auch mit berücksichtigt werden. Ist das auch nochmal
besonders im Vergleich zu anderen Fächern, weil ja die Selbstbestimmungsfähigkeit oder auch das, was an Begleitfolgen entsteht, ja oft dazu führt, dass die Autonomie des Patienten nicht mehr in dem Maße gegeben ist, wie das vor einem Eingriff vielleicht der Fall war oder vor einer Behandlung. Spielen deshalb Angehörige, Freunde, Umfeld eine größere Rolle, als das bei einer Darmkrebs-OP vielleicht der Fall ist? Weiß ich nicht. Ich würde das ungern mit etwas anderem vergleichen, ja, wo ich keine Erfahrung habe, als einfach sagen, ja, das ist extrem wichtig. Weil, und ein Grund, warum ich auch gerne möchte, dass die Angehörigen immer dabei sind und auch mit eingebunden sind und meine Mitarbeiter das auch ganz extrem machen, ist, wenn sie als Patient in einer Situation sind, mit der sie sich auseinandersetzen können, dann ist das ja ganz gut. Man hat es selbst in der Hand, wenn jetzt keinerlei Schwierigkeiten sind. Aber die Ängste der Angehörigen gehören ja auch mit in das Behandlungskonzept. Man macht sich ja Sorgen um Patienten. Gerade wenn was am Kopf ist, macht man sich Sorgen, der sagt mir nicht alles. Mhm. No? Und ich habe es schon erlebt und ich halte nichts für gruseliger als diese Situation, wenn der Patient seinem oder seiner Ehepartnerin nicht alles sagt, wie es ihm geht. Der Partner weiß, wie die Ängste des anderen sind, denkt sich aber, okay, dem geht es nicht gut, aber er will nicht, dass ich sehe, dass es ihm nicht gut geht. Also tue ich so, als ob es ihm gut geht. Mhm. Und der Tumor also eine Sprachlosigkeit zwischen Menschen erzeugt, einfach weil sie sich etwas vormachen. Der Elefant im Raum. Der Elefant im Raum. Ich sage dann immer in mitteleuropäischer Analogie, man kann nicht das Kreuz des anderen tragen. Mhm. Ne? Man muss darüber sprechen. Und manchmal ist es einfach auch ganz okay zu sagen, hör mal, ich weiß, dass es dir schlecht geht, aber du benimmst dich echt voll daneben. Nimm dich mal ein bisschen zusammen. Das haben Sie nie erlebt, dass das auch, auch positive Effekte haben kann, wenn man in dieser mit dem Tabu eben als Tabu so umgeht, dass das Selbstheilungskräfte aktiviert oder so, dass das Ignorieren, das ist ja eine Art Ignorieren der Realität, dass das positive Effekte auf einen möglichen Heilungs-, Genesungsverlauf hat? Bei Menschen und Biologie möchte ich eigentlich nie irgendetwas ausschließen, aber gesehen habe ich das noch nicht. Ich habe nur gesehen, dass es Leid und Schwierigkeiten mit den Angehörigen oder für die Angehörigen mit sich bringt. Also ich höre dann ein ganz, ganz klares Plädoyer raus, Offenheit, Transparenz und einen offenen Umgang einfach mit den Fakten. Das ist die einzige Möglichkeit. Führen Sie die Patientengespräche auch so? Ja, das, was ich hier gesagt habe, werden Sie eins zu eins, also in anderer Reihenfolge, aber den Inhalt und auch die Wortwahl zum großen Teil werden Sie von mir mit jedem Patientengespräch so hören. Und ist es manchmal so, dass Sie sagen, ja, vielleicht nicht alles auf einmal, sondern wir müssen das ein bisschen gestaffelt machen? Natürlich, schon, ja, natürlich. Wissen Sie, es ist ein Unterschied zwischen Ehrlichkeit und Brutalität, muss man ganz einfach sagen. Die Situation, wenn ich sehe, dass die Patienten überfordert sind, dann bestelle ich sie ein zweites Mal ein. Mhm. Ne? Soweit wir die Möglichkeit haben. In der Neurochirurgie ist es ja durchaus so, dadurch, dass Sie diesen umschlossenen Raum haben, ist ja alles, was darin größer wird, ein Risiko, weil es auf das Gehirn drückt. Das heißt, einen elektiven Fall, wie man das so schön sagt, also etwas, wo man Zeit hat, sehen wir ja selten. Wir wissen ja nicht, was die Wachstumsgeschwindigkeit eines solchen Tumors ist. Wir sehen ja die Patienten häufig mit der Erstdiagnose. Es gibt einige Tumore, da kann man sagen, okay, da warten wir mal drei Monate ab. Aber bei den meisten Tumoren kann man einfach nicht sagen, wie schnell wächst das. Ich habe Tumore gesehen, die sind über Jahre gleich geblieben. Ich habe Tumore gesehen, die sind innerhalb von 2 Monaten explodiert. Explodieren heißt 20 Mal so groß geworden. Und da stehen Sie natürlich vor einem Problem, wenn Sie die Erstdiagnose haben. Deswegen ist jeder Neurochirurg eigentlich, weil wir ein Raumproblem haben. Alles, was wächst, drückt auf das Gehirn. Selbst wenn es nicht infiltrativ wachsen sollte, kann es ernsthafte Probleme bringen. Deswegen sind wir Neurochirurgen, was die operative Klärung, also erst einmal die operative Entfernung einer Raumforderung angeht und die operative Klärung der Histologie, immer eher offensiv, weil jeder von uns
die Situation, diesen einen oder diese zwei Patienten pro Jahr vor Augen hat, bei denen dann zu spät etwas gemacht worden ist, weil sei es, sie haben von anderen gehört, da warte mal lieber, oder ich will lieber auch warten, ich muss jetzt Geburtstag feiern oder ähnliches. Da gibt es viele Gründe, warum Menschen sich nicht sofort operieren lassen wollen. Angst natürlich, das ist unsere Aufgabe, denen die Angst nicht zu nehmen, aber zu kanalisieren. Da gibt es viele verschiedene Sachen, aber wir Neurochirurgen haben das halt immer vor Augen, wo man dann denkt, mein Gott, hat das denn jetzt Not getan? Mhm. Ja. Das ist auch etwas, das ist, Sie wollen nicht so gerne sich abgrenzen zu anderen Themen, hatten wir vorhin schon mal, aber das wird mir jetzt erst als jemand, der sich ja durchaus auch ab und zu mal mit medizinischen Themen beschäftigen muss, aufgrund seiner Tätigkeit im Krankenhaus, das ist mir noch nie so bewusst geworden, dass ja der Schädel als umgrenzter Raum ein sehr besonderes Operationsfeld ist. Das gibt es so sonst nicht am Körper. Da gibt es eigentlich immer Ausweichplatz nach außen zur Not. Dann gibt es eben eine Beule irgendwo, wenn da was wächst im Innern. Sehr gut, ja. Hm. Das heißt aber auch, das ist das Gefährliche eigentlich. Oder was macht dann eigentlich ein wachsender Tumor, vielleicht auch an einer auch an einer Stelle so gefährlich, wo man sagt, das ist jetzt keine Umgebung, wo ganz wichtige Hirnfunktionen angelegt sind. Ist es der Druck? Ist es das Abschnüren von Blutversorgung? Oder was macht die Gefahr von diesem Wachstum eigentlich aus? Ja, es ist, wie gesagt, Sie müssen sich vorstellen, das ist ein abgeschlossener Raum, der weniger Ausgänge hat. Klar, an einer Stelle muss das Rückenmark raus, das ist das große Hinterhauptsloch, das Foramen Magnum. Aber am Ende des Tages ist es so, dass das Gehirn den größten Anteil dieses Raumes ausfüllt. Das heißt, der Kopf ist eigentlich voll mit Gehirnwasser, mit Blut, relativ wenig Blut, aber genug Blut. Und damit haben sie schon, also arteriellem und venösem Blut, man unterscheidet immer. Im Prinzip haben sie drei sogenannte Kompartimente. Wenn sie in einem Kompartiment mehr haben, als da reinpasst, drückt es auf das Gehirn. Das ist ungesund. Ich glaube, das ist am Ende des Tages zu verstehen. Druck auf das Gehirn ist nicht gut. Nun muss man sich das aber auch so vorstellen, dass es nicht linear drückt. Was bedeutet das? Das heißt, wenn bei uns beiden jetzt zum Beispiel irgendetwas, wir eine Blutung von 100 Millilitern hätten, dann würden die Kompensationsmechanismen, die Ausgleichsmechanismen im Gehirn noch dazu reichen, dass wir jetzt nicht bewusstlos werden würden. Wenn jetzt aber in Abhängigkeit davon, es würde dann ein bisschen Gehirnwasser abfließen. Wenn aber danach noch einmal 10 Milliliter dazukommen zum Beispiel, kann es sein, dass das genau der Tropfen ist, der das Fass zum Überlaufen bringt. Und als Neurochirurg wissen Sie nie genau, wann dieser Punkt erreicht ist, weil jedes Gehirn und jeder Mensch anders ist. Mhm. Nun ist das eher etwas, was aus dem Bereich der Traumatologie, also der Unfallkunde her, uns beschäftigt. Deswegen sind Neurochirurgen immer sehr aufgeregt und sagen so, jetzt muss das aber Ganze mal schnell gehen. Also wir sind nicht nervös, aber wir sagen so, jetzt müsst ihr mal zu Potte kommen, weil wir nicht wissen, wo wir uns auf dieser Kurve befinden. Das heißt, wie viel Tropfen hat das Fass noch, bevor das Gehirn so gedrückt ist, dass unwiederbringliche Schäden auftreten. Mhm. Und das ist in ähnlicher Form bei einem solchen Tumor auch der Fall. Und das ist der Grund, warum man bei relativ großen Tumoren sagt, so, das muss jetzt bald laufen, also die Operation. Und warum wir auch nicht von elektiven Patienten, also von OPs, wie zum Beispiel einer Hüft-OP, die können Sie jetzt machen, die können Sie aber auch also planbar. Am grünen Donnerstag machen. Mhm. Ne? Mhm. Sondern wir sprechen dann von Operationen mit aufgeschobener Dringlichkeit. Das heißt, dem Patienten geht es gut, aber es ist unvorhersehbar, wie lange es ihm gut geht. Mhm. Und wir sollten lieber operieren zu einem Zeitpunkt, wo es ihm noch gut geht, als wenn wir dann den Karren aus dem Dreck ziehen müssen. Mhm. Und das ist auch, das war während der Pandemiezeit zum Beispiel eine Schwierigkeit in der Vorstellung, weil elektive Operationen eingeschränkt werden sollten. Mhm. Das ist ja auch vollkommen richtig. Aber dass neurochirurgische Patienten in einem guten Zustand in die Klinik kam, man aber sagen musste, ja, aber wir wissen nicht,
wie lange das so bleibt. Und deswegen müssen wir den Patienten an der Stelle auch operieren. Und da muss man halt, dieses Besondere des Gefäßes, das außenrum ist, einfach auch, also des Schädels, der ein bestimmtes Volumen abdeckt, muss man einfach auch mit berücksichtigen. Und das ist der Grund, warum viele Operationsindikationen fußend auf dieser Raumforderung stattfinden müssen oder gestellt werden müssen. Und dann kommt die Histologiegewinnung. Und das gehört eigentlich beides fast gleichberechtigt zusammen. In Abhängigkeit davon, ob es eine große Raumforderung ist, steht die Entfernung der Raumforderung im Vordergrund, bei der man auch die Gewebekunde kriegt. Mhm. Wenn es eine sehr kleine Raumforderung ist, fällt das natürlich zurück, aber man kann dann mit einer Feinnadelbiopsie, also mit einer Nadel wirklich in diesen Bereich, wie Sie es vorhin auch schon beschrieben haben, gehen, um die Gewebekunde zu klären und dann zu schauen, wie man im Einzelnen dann weitergeht. Mhm. Herr Professor Nabavi, wir haben über eine halbe Stunde, wie ich finde, für mich höchst interessant über den Umgang mit Patientinnen und Patienten gesprochen. Sie haben einige Themen angesprochen, dass wir das später noch klären wollen. Ich glaube, wir haben das nicht alles geschafft. Aber wenn Sie Lust haben, machen wir gerne nochmal eine Patientenakademie mit Ihnen oder vielleicht auch etwas, Sie haben das angesprochen, Neurochirurgen sind immer so ungeduldig oder, nee, wie haben Sie es gesagt? Nicht ungeduldig, sondern die drängen immer, weil sie ja natürlich immer mit dieser Unwägbarkeit sprechen. Wir haben gar nicht über neurochirurgische Eingriffe nach Unfällen gesprochen. Also wir haben noch genug Themen für weitere Folgen. Ich bedanke mich für heute ganz herzlich. Und ich danke. Bleiben Sie uns treu. Danke. Danke. Tschüss. Sehr gerne.